Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Das ist das Buch. Ich bin angekommen im letzten Kapitel, im roten Kapitel. Das Kapitel heißt Medikamente bewertet und der Abschnitt Medikamente von A bis Z. Es werden rezeptpflichtige Medikamente nach Namen aufgeführt. Und danach geht es in alphabetischer Reihenfolge um die Wirkstoffgruppen. Und ich bin angekommen beim Beta-Blocker. Danach wird über den Beta-Blocker plus einer weiteren Wirkstoffgruppe oder zwei weiteren Wirkstoffgruppen gesprochen. Ja, ich lese einfach mal vor. So, meine Weinschorle. Beta-Blocker. Beta-Blocker werden bei hohem Blutdruck, aber auch bei anderen Herzerkrankungen angewendet. Der genaue Mechanismus, über den sie den Blutdruck senken, ist unklar. In den Nieren bremsen sie die Produktion des Blutgefäßes verengenden Hormons Renin. Außerdem aktivieren sie die Druckfühler in den Adern, die die Gefäßweite regulieren. So. Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol, Nebivolol sind geeignet bei hohem Blutdruck, wenn zusätzlich eine koronare Herzkrankheit oder eine Herzschwäche vorliegt, sowie bei Patienten unter 60 Jahren, insbesondere bei schnellem Herzschlag. Die sind mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen, wenn geeignete Einzelsubstanzen nicht eingesetzt werden können. Folgeerkrankungen werden nur in geringem Ausmaß vermieden. Beta-Xolol mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen, wenn geeignete Einzelwirkstoffe nicht eingesetzt werden können. Das Mittel ist trotz langer Marktzugehörigkeit insgesamt wenig erprobt. Ob Folgeerkrankungen vermieden werden, ist noch nicht ausreichend nachgewiesen. Celiprolol mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen, wenn geeignete Einzelsubstanzen nicht eingesetzt werden können. Das Mittel ist trotz langer Marktzugehörigkeit insgesamt wenig erprobt. Ob Folgeerkrankungen vermieden werden, ist noch nicht ausreichend belegt. Propranolol. Mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen, wenn geeignete Einzelsubstanzen nicht eingesetzt werden können. Folgeerkrankungen werden nur in geringerem Ausmaß vermieden. Es gibt verschiedene Arten von Beta-Blocker, nicht-selektive, selektive und ISA-Beta-Blocker. Selektive Wirkstoffe sind Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Metoprolol und Nebivolol. Sie blockieren weitgehend nur Beta-1-Rezeptoren und wirken dadurch überwiegend am Herz und in der Niere. Nicht-selektive Beta-Blocker wie Propranolol besetzen immer zusätzlich auch Beta-2-Rezeptoren. Sie wirken also auch an der Lunge und können das Atmen beeinträchtigen. Celiprolol blockiert einerseits die Beta-1-Rezeptoren und stimuliert andererseits die Beta-2-Rezeptoren, wodurch die Bronchien erweitert werden. Es ist demnach zu erwarten, dass dieser Wirkstoff die Atemfunktion weniger beeinträchtigt. Carvedilol wirkt wie ein nicht selektiver Beta-Blocker und zusätzlich wie ein Alpha-1-Rezeptorenblocker.
Es blockiert nicht nur Beta-1 und Beta-2-Rezeptoren, sondern weitere Andockstellen. Insgesamt bewirkt es, dass die Blutgefäße sich nicht verengen, sondern erweitern. Dieser Effekt trägt zur blutdrucksenkenden Wirkung bei. Die Abkürzung ISA bedeutet, dass der Wirkstoff in gewissem Ausmaß die Funktion des Adrenalins oder des Noradrenalins nachahmt und der Herzschlag nicht zu stark verlangsamt wird. Ich weiß nicht mehr, was Noradrenalin ist. Bei hohem Blutdruck sollten bevorzugte Substanzen eingesetzt werden, die selektiv nur Beta-1-Rezeptoren blockieren und keine ISA-Aktivität haben. Dazu gehören die Wirkstoffe Atenolol, Bisoprolol und Metoprolol. Offensichtlich können Beta-Blocker bei Menschen über 60 Jahren mit erhöhtem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen und Komplikationen wie einen Schlaganfall weniger gut verhindern als Diuretika oder Calcium-Antagonisten. Bei unter 60-Jährigen, die einen hohen Blutdruck ohne weitere Krankheiten aufweisen, sind die Beta-Blocker Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol, Metoprolol, Nebivolol und Propranolol zur Behandlung des hohen Blutdrucks wirksam, vor allem wenn das Herz sehr schnell schlägt. Die Wirkstoffe Betaxolol und Celiprolol sind mit Einschränkungen empfehlenswert. Sie sind trotz langer Marktzugehörigkeit insgesamt wenig erprobt. Ob Folgeerkrankungen vermieden werden, ist noch nicht ausreichend nachgewiesen. Wichtig zu wissen: Beta-Blocker sollten Sie anfangs in niedriger Dosis einnehmen, da unerwünschte Wirkungen bei höherer Dosierung häufiger auftreten. Beta-Blocker dürfen Sie nie von einem auf den anderen Tag absetzen, weil dann Herzschlag und Blutdruck schlagartig in die Höhe schießen können. Die Wirkstoffe können den Herzschlag stark verlangsamen. Wenn Ihr Herz bereits sehr langsam schlägt, dürfen Sie keine Beta-Blocker anwenden. Medikamente, die die Herzschlagfrequenz senken, sollten nicht oder nur sehr vorsichtig mit Beta-Blockern kombiniert werden, sonst wird der Herzschlag zu langsam. Zu diesen Mitteln gehören Digitalis-Wirkstoffe bei Herzschwäche, Calcium-Antagonisten, Verapamil, Diltiazem und Galopamil-Clonidin. Alle ebenfalls bei hohem Blutdruck in Klammern, sowie Antiarrhythmika wie Amiodarone, Dronedarone, Flezainid und Propafenon bei Herzrhythmusstörungen in Klammern. Der Calcium-Antagonist Verapamil darf auf keinen Fall gespritzt werden, wenn Sie Beta-Blocker anwenden, weil es dann zum Herzstillstand kommen kann. Wenn Ihnen wegen des niedrigen Blutdrucks häufiger schwindelig ist oder Sie sich oft müde fühlen, sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Wenn Sie unter Asthma oder einer chronischen Bronchitis leiden, dürfen Sie Beta-Blocker nicht anwenden. Soll bei Bluthochdruck mit einer Zusatzerkrankung wie Herzschwäche dennoch ein Behandlungsversuch gemacht werden, muss der Arzt immer einen selektiven Beta-Blocker wählen, damit die verengende Wirkung auf die Bronchien so gering wie möglich bleibt. Es kann sein, dass Sie nachts mehr und intensiver träumen, in Klammern auch Albträume. Wenn Sie dies als störend empfinden, sollten Sie mit dem Arzt sprechen. Möglicherweise bringt der Wechsel zu einem anderen Beta-Blocker Besserung. In Einzelfällen können Potenzstörungen auftreten oder das sexuelle Verlangen kann nachlassen. Nach längerem Fasten oder bei schwerer körperlicher Belastung kann der Blutzucker stark absinken.
Die dann auftretenden Symptome wie Zittrigkeit, Herzrasen, Schweißausbruch, Angst und Unruhe werden durch die Wirkung des Beta-Blockers verschleiert. Dann wird eine Unterzuckerung oft nicht rechtzeitig erkannt. Dies wird besonders gefährlich, wenn Sie Diabetes haben und mit blutdrucksenkenden Medikamenten behandelt werden. Wenn Sie Durchblutungsstörungen an Händen oder Füßen haben, bei denen die Finger oder Zehen weiß und gefühllos werden, können sich diese Beschwerden verschlimmern. Mittel aus dieser Wirkstoffgruppe können Haarausfall auslösen. Dieser lässt meist wieder nach, sobald das Medikament abgesetzt wird. Bei stark übergewichtigen Menschen mit hohen Blutfettwerten und Insulinresistenz, die Körperzellen sprechen dabei auch auf das noch von den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttete Insulin nicht mehr gut an, können Beta-Blocker insbesondere, wenn bereits ein Thiazidiuretikum eingenommen wird, das Risiko für Diabetes erhöhen. Bei diesen Personen sollten die Mittel nicht kombiniert eingesetzt werden. Weitere Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind möglich. Nicht-steroidale Antirheumatika, zum Beispiel Diclofenac, Ibuprofen, Idometazin bei Schmerzen und Rheuma und Coxib, Celoxib und Eletoricoxib bei Arthrose und rheumatischer Arthritis, schwächen bei dauerhafter Anwendung die Wirkung von Beta-Blockern. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für den Einsatz bei Kindern zur Behandlung des hohen Blutdrucks ist derzeit nur Metoprolosokinat zugelassen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Einige Beta-Blocker können Sie auch in der Schwangerschaft anwenden, wenn Sie bereits vorher hohen Blutdruck hatten. Für Metoprolol liegen dabei die meisten Erfahrungen vor. 2 bis 3 Tage vor dem wahrscheinlichen Geburtstermin sollten die Medikamente aber abgesetzt werden, weil sonst beim Neugeborenen der Blutdruck zu niedrig ist und das Herz zu langsam schlägt. Methyldopa ist eine empfehlenswerte Alternative. Beta-Blocker gehen in die Muttermilch über. Wenn Sie in der Stillzeit mit einem Beta-Blocker behandelt werden müssen, sollte der Arzt Medikamente mit Metoprolol verschreiben, weil damit auch hier die meisten Erfahrungen vorliegen. Für ältere Menschen. Prinzipiell sollte der Arzt die Dosis der Beta-Blocker bei älteren Menschen nur sehr langsam steigern, um die Gefahr von unerwünschten Wirkungen zu verringern. So, weiter geht es mit Beta-Blocker plus Diuretikum.